Heute gibt es eine Torte zur Einschulung. Ich freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt und heute zeige ich euch, wie ihr diese Einschulungstorte herstellen könnt. Ich habe insgesamt 3 Tage an dieser Torte gearbeitet. Am ersten Tag habe ich Vorbereitungen getroffen. Als allererstes habe ich Buchstaben ausgestochen. Diese sind sehr fein und filigran und deswegen rolle ich hier ganz, ganz dünn Blütenpaste aus, steche die Buchstaben damit aus, fahre mit den Fingern nochmal am Rand entlang, damit der Rand etwas sauber wird, lasse sie etwa 15 Minuten antrocknen, bevor ich die Buchstaben ganz vorsichtig mit einer Nadel aus dem Ausstecher rauslöse. Da ich leider von dieser Art Ausstecher keine Zahlen habe, nehme ich für die 1 einfach das L, drehe dieses um, löse es aus meinem Ausstecher raus, biege das Ganze noch ein bisschen zurecht, sodass ich eine 1 erhalte und lege auch diese auf die Seite zum Trocknen. Außerdem habe ich am ersten Tag noch die Tafel gemacht. Dazu nehme ich erst schwarzen Fondant, verknete ihn mit etwas CMC-Pulver, damit der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Rolle den Fondant zwischen 2 Ausrollhilfen aus, damit er schön gleichmäßig wird und schneide ein rechteckiges Stück heraus. Bei der Größe des Stückes richtet euch einfach danach, wie ihr eure Tafel beschriften möchtet. Für den Rahmen der Tafel nehme ich Zartbitter Modellierschokolade, da diese einfach auch so ein bisschen rustikal aussieht und ich finde dazu perfekt passt. Hier habe ich 4 etwa 1,5 cm breite Stücke ausgeschnitten, nehme nun das spitze Ende meines Dresden-Tools, strukturiere die Streifen, sodass es aussieht wie Holz und klebe sie schließlich mit etwas essbarem Zuckerkleber auf dem schwarzen Fondant fest. Anschließend klebe ich hier das Wort erste Klasse auf. Ich habe natürlich noch ganz viele Wörter ausgestochen und habe auch diese zur Seite gelegt zum Trocknen, denn diese brauche ich nämlich zum Schluss für die Torte. Am ersten Tag habe ich außerdem noch 2 Biskuitböden gebacken. Diese habe ich nach meinem Grundrezept gebacken. Einmal einen hellen Biskuit und einmal einen dunklen Biskuit. Jetzt am zweiten Tag sind sie nämlich viel einfacher zu verarbeiten. Ich habe sie schon zurechtgeschnitten, den gewölbt gebackenen Deckel abgeschnitten, in der Mitte 2-mal durchgeschnitten, sodass ich jeweils 3 Böden erhalte. Und von 2 Böden, jeweils 2-mal hell und 2-mal dunkel, habe ich in der Mitte noch ein Loch ausgestochen, da meine Torte nämlich eine Piñata-Torte wird. Zum Füllen in die Mitte verwende ich hier Schokolinsen und Brausebonbons. Gefüllt wird die Torte mit leckerer Mascarpone-Sahnecreme, einmal in Himbeer und einmal Stracciatella. Dafür benötigen wir 500 Gramm Mascarpone. Für die Himbeervariante 120 Gramm Himbeerkonfitüre. Diese könnt ihr natürlich auch austauschen gegen die Konfitüre, die ihr am allerliebsten mögt. Außerdem benötigen wir ein halbes Päckchen Sofortgelatine. Alternativ könnt ihr diese durch 3 Blattgelatine oder durch ein Päckchen Agatine austauschen. Achtet aber bitte auf die etwas andere Zubereitungsweise, die ihr jeweils den Packungsbeilagen entnehmen könnt. Außerdem brauchen wir 75 Gramm Zucker, 400 Milliliter süße Sahne, etwa 200 Gramm frische Himbeeren, 25 Gramm Schokoraspel, einen Teelöffel Vanillearoma oder Vanilleextrakt. Außerdem habe ich noch 2-mal Ganache vorbereitet. Da die Füllung nicht fondanttauglich ist, muss sie zum Fondant hin super abisoliert werden. Zum Abisolieren habe ich eine weiche Joghurtrettenganache hergestellt, die ich gleich noch aufschlagen werde. Und zum Einstreichen der Torte habe ich eine weiße Schokoladenganache hergestellt. Für die Füllung wird Mascarpone zusammen mit Zucker, Vanillearoma und Sahne in eine Rührschüssel gegeben und steif geschlagen.
Kurz bevor die Masse vollständig steif geschlagen ist, kommt noch die Sofortgelatine dazu und wird noch kurz mit eingerührt. Von der Mascarpone-Creme nehme ich die Hälfte ab. Diese Hälfte vermische ich mit der Himbeerkonfitüre. In die andere Hälfte gebe ich die Schokoraspel. Die weiche Joghurtenganache schlage ich einmal auf und fülle diese in einen Spritzbeutel. Die beiden Füllungen habe ich übrigens der Einfachheit halber auch in Spritzbeutel gefüllt. Nun wird gestapelt. Dazu nehme ich mir einen unteren Boden ohne Loch, gebe einen verstellbaren Backrahmen drumherum. Spritz am Rand die aufgeschlagene Joghurtenganache. Gebe nun in die Mitte den Ausstecher, damit ich weiß, bis wohin ich mit meiner Füllung gehen kann. Nehme die Himbeerfüllung, gebe einen Teil der Himbeerfüllung hier oben drauf, verstreiche diese ganz grob, gebe einige von den frischen Himbeeren und anschließend einen dunklen Biskuit oben drauf. Auch hier spritze ich zuerst am Rand die Ganache und gebe anschließend die Stracciatella-Creme in die Mitte. Hier kommt wieder ein heller Boden obendrauf und das Ganze wird mit der Himbeerfüllung wiederholt und letztendlich im Wechsel hell, dunkel, Himbeer, Stracciatella, bis wir ganz oben angelangt sind. Und da mein Backrahmen nicht hoch genug ist, gebe ich einfach noch einen zweiten Backrahmen obendrauf. Bevor ich mit dem letzten Boden abschließe, wird die Mitte noch mit den Schokolinsen und den Brausebonbons gefüllt. Und nun gebe ich den letzten Boden oben drauf und gebe die Torte für mindestens 2 Stunden zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit entferne ich zuerst den oberen, den kleinen Backrahmen. Diesen löse ich am Rand ein wenig mit Messer, ziehe ihn nach oben ab. Und für den unteren verwende ich meinen Bunsenbrenner, indem ich einfach den Backrahmen ein wenig damit erwärme. Passt aber auf, wenn ihr das nachmacht, dass ihr euch nicht verbrennt. So schmilzt ein wenig die Ganache und ich kann den Backrahmen einfach nach oben hin abziehen. Anschließend wird die Torte mit der weißen Schokoladenganache eingestrichen, mit einer großen Teigkarte abgezogen. Eventuelle Löcher werden noch gefüllt. Dann gebe ich die Torte wieder in den Kühlschrank, lasse die Ganache fest werden und wiederhole das Ganze noch einmal. Auf die Oberfläche gebe ich nun etwas Ganache, nehme ein Cakeboard. Dieses Cakeboard ist eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte. Diese ist genauso groß wie meine Torte. Meine Torte hat übrigens einen Durchmesser von 22 cm. Das Cakeboard, die Kaperplatte, hat auch einen Durchmesser von 22 cm. Diese gebe ich nun oben drauf und durch die Ganache, die ich soeben aufgestrichen habe, bleibt dieses nun auch kleben. Die Torte wird nun einmal gewendet. Denn das ist nämlich der Boden. Den Tortenretter ziehe ich ganz vorsichtig ab, streiche die Oberfläche sowie die kleine Lücke vom Cakeboard am Rand noch mit der weißen Schokoladenganache ein. Anschließend kommt die Torte für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, bevor sie mit Fondant eingedeckt wird. Zuerst kommt die Oberfläche dran, diese wird mit weißem Fondant eingedeckt, dazu rolle ich ihn aus. Gebe das Stück Fondant auf die Oberfläche, drücke dieses mit meinem Fondantkletter ein wenig an, gebe ein Backpapier sowie einen Tortenretter obendrauf, wende die Torte einmal auf den Kopf und so kann ich nämlich ganz einfach den Überschuss mit einem Marzipanmesser abnehmen. Die Torte wird wieder zurückgewendet und die Oberfläche strukturiere ich nun mit der Spitzenseite des Dresden-Tools, sodass es aussieht
wie Buchseiten. Während die Torte im Kühlschrank steht, bereite ich den bunten Fondant, der die Buchrücken darstellen soll. Hier könnt ihr natürlich von der Farbe ganz variieren, so wie euch das am allerbesten gefällt. Ich habe dazu den Umfang meiner Torte gemessen. Dieser war bei mir etwas mehr wie 72 cm und deswegen schneide ich aus dem bunten Fondant insgesamt 12 Rechtecke aus. Diese haben eine Breite von 6 cm und eine Höhe von 17 cm. Meine Torte hat eine Gesamthöhe von 16 cm. Da der Fondant aber oben ein Stück überstehen soll, gebe ich noch einen Zentimeter dazu. Hier müsst ihr einfach eure eigene Torte ausmessen und die in Anführungsstriche Buchrücken eurer Torte entsprechend von der Größe her anpassen. Alle Rechtecke lasse ich nun etwa eine halbe Stunde bei Raumtemperatur liegen, sodass der Fondant etwas fester wird, bevor ich sie an die Seite der Torte anklebe. Die Ganache ist nach dem Kühlen sehr trocken, deswegen besprühe ich die Torte außen mit etwas Backtrennspray und klebe nun die Rechtecke farblich im Wechsel rundherum auf die Torte auf. Das letzte Stück war etwas größer wie 6 cm, deswegen messe ich dieses nochmal aus und schneide das letzte Stück individuell für diese letzte offene Stelle noch aus. Den Fondant in der Mitte nehme ich heraus. Dazu nehme ich mir hier ein Schüsselchen, das hat von der Größe her super gepasst, gebe dieses genau in die Mitte und schneide mit meinem Skalpell den Fondant heraus. Schließlich messe ich den Fondant, der übersteht, nochmal aus und die Breite des weißen Fondants und habe mir entsprechend von den bunten Fondantsorten Streifen geschnitten, die ich nun mit essbarem Zuckerkleber anklebe, sodass es aussieht wie lauter kleine Bücher.
Die Mitte dekoriere ich in Grasoptik. Dazu nehme ich den grünen Fondant und eine saubere, wirklich saubere Knoblauchpresse. Gebe den Fondant hier hinein, drücke ihn ein wenig heraus, nehme das Ganze mit einem Messer ab und klebe dieses nun mit essbarem Zuckerkleber in die Mitte auf. Hier könnt ihr natürlich auch was anderes reingeben, Zuckerperlen, Schokolinsen. Seid flexibel, macht das, was euch am besten gefällt. Sechs der Bücher, die man vorne sieht, werden noch beschriftet mit den Buchstaben, die ich am ersten Tag schon ausgestochen habe. Und diese klebe ich nun mit ein ganz klein wenig Zuckerkleber auf den Buchrücken fest. Zu guter Letzt kommt natürlich noch die Tafel in die Mitte, die ich mit zwei Schaschlikspießen fixiere.